Ja, erstmal begrüße ich bei mir Jürgen Schubert, Geschäftsführer der Herne Miners, und Sven Dösch. Ja, guten Abend. Mahlzeit. Ja, schön, dass ihr beide hier seid. Die dicksten Freunde der Oberliga, habe ich mir sagen lassen, oder? Die einen sagen so, die anderen so. Aber könnt ihr das vielleicht beide, wo ihr jetzt beide hier zusammen seid? Ich habe mit dem Gösch ja schon mal diverse Fanabende moderiert, das angesprochen, dieses ewige Sticheleien. Könnt ihr das vielleicht beide mal aufklären, was es da auf sich hat, wie das zustande kommt und wie das aussieht? Also ich habe schnell festgestellt, dass der Gösche eben auch ein Psychopath ist und genauso gehen wir halt miteinander um. Ja? Also ein bisschen Spaß müssen wir auch bei der Sache haben. Ne? Wir haben viel Arbeit und also machen wir uns manchmal einen Spaß und foppen uns ein bisschen. Da hat er recht, aber der größere Psychopath steht hier rechts von mir. Na, da bin ich ja beruhigt. Ganz kurz, gib doch mal so ein bisschen den Einblick, was Gösche hier in Hamburg macht. Das frage ich ihn öfters und es steht ja auch immer Rede und Antwort. Aber wie sieht denn so deine Arbeit in Herne aus? Unterscheidet sich das großartig oder was ist so dein normaler Tagesablauf, dein normaler Wochenplan? Also die Wörter normal bitte ich jetzt zu streichen. Entschuldigung, lassen wir weg. Der wesentliche Unterschied ist, dass ich noch eine Halle betreiben muss. Also wir betreiben ja die Eishalle in Herne mit all seinen Vor- und Nachteilen. Also du brauchst Personal ohne Ende. Du musst mit der Technik immer wieder eingreifen und. Und dann kommt eben das Sportliche von der Mannschaft noch dazu. Alles, was da drumherum stattfindet, Sponsorenarbeit und. Ich mache das nicht alleine, aber ich mache es ziemlich alleine verantwortlich. Habe aber ein paar gute Jungs und Mädels um mich herum, die mich da unterstützen. Und es läuft. Kann momentan zufrieden sein, oder? Oder sagst du, das ist momentan gar nicht so am grünen Zweig? Grünen Zweig will ich nicht sagen. Wir haben gut vorgearbeitet, aber von gut will ich im Moment nicht sprechen. Also die Laufzeiten sind noch nicht gut. Das Sportliche ist vielleicht noch nicht gut. Im Großen und Ganzen kommen wir jedes Jahr weiter. Wir müssen immer jedes Jahr gucken, was haben wir gemacht, was haben wir erreicht. Renovierungsstand in der Eishalle geht immer weiter. Der technische Stand wird immer besser. So, jetzt hinken wir im Sportlichen gerade ein bisschen, aber ich bin mir sicher, das wird es hier auch wieder geben. Jetzt gerade unter der Woche der Abgang von Richie Müller, der nach Weißwasser gewechselt ist. Ich hatte gerade eben schon gesagt, für den so einfach jetzt während der Saison Ersatz zu finden, wird auch schwer, oder? Ja und nein. Ne? Ich meine, wenn du jetzt Richie Müller die letzten Wochen bei uns gesehen hast, dann ist halt nicht der Richie Müller, den wir alle vor Augen haben. Der ist jetzt in Weißwasser, hat in den letzten Spiel 2 Punkte. Heute hat er, glaube ich, auch schon wieder ein Tor gemacht. Also eigentlich vermissen wir ja gerade nichts, aber du hast schon recht. Wir brauchen irgendwo einen Ersatz. Das ist nicht so einfach. Wir strengen uns an. Ich habe heute hier schon ein bisschen gescoutet und guck mal, wen ich Montag anrufen werde. Herr Gösch, da warte ich jetzt noch eine Antwort. Also erstmal den größten Punkt, der uns beide voneinander unterscheidet und weswegen ich den Jürgen auch so... so ein bisschen den Hut ziehe auch vor seiner Arbeit. Er hat eben auch noch eine eigene Firma, die er noch komplett betreuen und beackern muss. Ich kann mich 24/7 um die Crocodiles kümmern. Er macht das im Endeffekt in Anführungszeichen nebenbei. Von daher erstmal größten Respekt vor dem, was er da auf die Beine stellt. Ja, anrufen kann er hier jeden. Die Jungs fühlen sich alle wohl in Hamburg. Und wenn er ganz tief in die Tasche greift, da kann man auch über irgendwas reden, aber so viel Geld hat er dann auch nicht. Ja, ist ja schon die ersten 40 Minuten jetzt gespielt. Aus eurer Sicht, du zufrieden mit den ersten 40 Minuten? Ja, ich denke, das ist schon ein Spiel auf Augenhöhe, das geht schön hin und her. Im ersten Drittel, denke ich, waren wir einen kleinen Ticken vorne. Jetzt hat Herne einen Schritt mehr gemacht, sind auch ziemlich spät angereicht. Vielleicht hat es daran gelegen, dass es ein bisschen länger gedauert hat, um ins Spiel zu kommen. Jetzt sind sie da, das haben wir durchs Gegentor gesehen. Wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir von der Strafbank wegbleiben. Jetzt haben wir die 3-5 super überstanden. Da sollen wir uns aber auch nicht drauf verlassen, dass es immer funktioniert. Ich denke, es wird bis zum Ende ein spannendes Spiel bleiben. 2 Mannschaften auf Augenhöhe jetzt in dem Drittel gewesen. Vielleicht einen ganz kleinen Ticken für Herne. Ja, mal gucken, was das letzte Drittel bringt. Ja, Jürgen, deine Einschätzung? Kann ich ungefähr bestätigen. Den Ticken für Herne habe ich noch nicht ganz so gesehen. Es war definitiv besser von uns im zweiten Drittel, aber da ist jede Menge Unsicherheit bei uns im Moment. Wir wissen noch nicht genau, woran es liegt.
manchmal hilft so ein Powerplay-Tor, was wir gerade hätten vielleicht machen können. Dann kann der Schalter so umschwippen. Aber ich habe noch nicht aufgegeben. Wir gucken mal, was das letzte Drittel bringt. Wir haben noch 20 Minuten vor uns. Hoffentlich noch ein spannendes Spiel. Das hatte ich gerade eben angesprochen, die Torhüter-Situation. Jetzt sind ja bei den Miners schon 4, 5 Torhüter gemeldet. Jetzt ganz spontan noch einer nachgemeldet worden, den ich gar nicht auf dem Zettel hatte, den Oskar Wimberg. Ja, die Situation war ein bisschen unglücklich jetzt an diesem Wochenende. Die Föhli-Torleute wurden abgezogen, weil Iserlohn einen Notstand hat im Tor. Unser zweiter Torwart war eben auch ein ganz wichtiger Termin, den er wahrnehmen musste. Das stand lange fest und jetzt kam es, wie es gekommen ist. Und jetzt reisen wir mit einem jungen Mann hier an aus der zweiten Mannschaft von uns in Herne. Ja, aber er macht seinen Job bisher ganz gut da drüben. Ja. So, wir haben noch 7,5 Minuten. Was erwartet euch beide denn oder was erwartet ihr von der Oberliga Nord-Saison in dieser Saison? Tja, das ist natürlich schwierig. Ich meine, wir befinden uns immer noch in der Situation. Corona beeinflusst uns alle sehr. Ihr seht das hier an den Zuschauern. Wir sehen das an allen Ecken und Kanten. Und von daraus müssen wir ein bisschen aufpassen, in welche Richtung wir hier gehen wollen. Also wir sollten ein bisschen aufpassen auf jeden Schritt, den wir machen, weil die Einflüsse, gerade im wirtschaftlichen Bereich, die können so extrem sein, dass wir uns da nicht verrennen dürfen. Ich glaube, das ist ganz gut gestartet erstmal. Die Oberliga liegt unheimlich dicht beieinander. Also die ersten 6, 7, 8 Teams trennen jetzt nicht viele Punkte und Tore. Also es ist eine gewisse Spannung da, aber wir dürfen uns da nicht verrennen. Ne? Ja, kann ich Jürgen nur recht geben. Du musst natürlich die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Jeder, der vielleicht jetzt gerade nicht da ist, wo er ganz gerne wäre, er hat natürlich irgendwo im Hinterkopf immer 1, 2 Leute, können wir noch ganz gut gebrauchen. Aber es ist eben die Situation, die wir immer noch haben und die Zahlen steigen. Und was ich mir erstmal wünsche, ist, dass wir nicht wieder zusätzliche Einschränkungen kriegen. Und dann hoffen wir, dass die Liga spannend bleibt. Wir so ein bisschen unseren Rhythmus finden. Herne, denke ich, hat den Rhythmus auch noch nicht so ganz, wie sie sich das gerne vorstellen würden. Und dann müssen wir einfach mal hoffen, toi toi toi, dass wir nicht wieder weiter beschränkt werden, dass wir erstmal so weitermachen dürfen. Und dann müssen wir den Rest sportlich regeln. Ja, das kann ja im Prinzip im Worst Case ganz schnell gehen. Jetzt sind wir ja hier mit 2G-Bedingungen, dass dann einfach irgendjemand sagt, nee, jetzt machen wir. Und dann spielen wir plötzlich wieder ohne Zuschauer. Oder im allerschlimmsten Worst Case, dass wir gar nicht mehr spielen. Ja, da sind wir uns, glaube ich, in der Liga einig, dass das nicht mehr passieren wird. Also da müsste schon richtig was Schlimmes passieren. Aber wir sind ja die Einzigen, die 2G fahren und immer noch eine Maske tragen müssen. Das ist an anderen Standorten nicht. Ich glaube, Herne fährt 3G und muss Maske tragen. Das wäre natürlich der nächste Schritt, wo ich denke, dass auch nochmal 100, 200 Leute bringt, wenn die Maske eben mal wegkommt. Ja. Momentan können wir es natürlich verstehen, dass es schwierig möglich ist. Ne, aber das ist natürlich, wir sind ein Stück weit zurück in der Realität, aber wir wollen natürlich die nächsten Schritte jetzt auch machen. Und wir wissen alle nicht, was ab Januar passiert. Jetzt haben wir Zuschauerausfallgelder bis Ende Dezember zugesichert bekommen. Und was dann ab Januar passiert, da müssen wir natürlich dann auch immer noch ein bisschen auf die Unterstützung der Politik hoffen, wenn die Inzidenz eben so hoch bleibt, dass nicht weiter nachgelassen werden kann in den Verordnungen. Ist das bei euch genauso? Du meinst die Corona-Regel, wie sie hier angewendet wird? Nein. Wir haben in Herne 3G. Die Maske haben wir uns selbst als Pflicht auferlegt, weil ich einfach der Meinung bin, dass wir uns da langsam ranarbeiten wollen. Ich will noch ein bisschen Sicherheit im Stadion haben. Wir haben also die Maske auch am Platz, genau wie hier auch. Das gefällt nicht jedem, das ist mir klar. Aber ich habe immer gesagt, ich gucke ein bisschen auf die Zahlen, wie die sich entwickeln, wie sich das in den Krankenhäusern entwickelt. Und würde dann irgendwann auch die Maske wieder zurücknehmen. Im Moment geht es alles wieder nach oben. Ich glaube aber auch nicht, genau wie Göschi, dass wir ohne Zuschauer spielen werden. Ich glaube, dafür hat die Impfe schon viel zu viel gebracht. Und die schweren Verläufe bei den Geimpften sind eben nicht mehr so gegeben wie im letzten Jahr, wo die nicht geimpft waren. Ne? Ja, wir hoffen das. Wir Crocodiles dürfen ja am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Herne kommen. Hoffentlich dann mit reichlich Fanunterstützung auf ein geiles Eishockeyspiel hoffend. Bereitet ihr uns dann auch ein schönes was vor? Ich meine, wir haben jetzt hier euch am Sonntagabend schönes Halloween vorbereitet. Was können wir denn am 26. Dezember bei euch erwarten? Also ich sag mal so, ihr solltet erstmal sehr freundlich anreisen, die Punkte mitbringen auf dem Silbertablett.
wäre schon mal eine wunderschöne Sache. Ich habe gesagt, der Göschi, ich habe so einen schönen Schnaps in der Herne, der heißt Kleiner Kumpel. Den kriegt er von mir geschenkt. Also sonst gar nichts, tut mir leid. Ja, gut. Ja, wir bringen euch die Punkte natürlich gerne auf ein Silbertablett mit und nehmen sie auf einen goldenen wieder mit zurück. Ja, ja. So, das ist, und genau das ist, ich möchte so gerne mal Mäuschen spielen wie ihr beiden. Das ist alles gut. Nee, das willst du nicht. Nee, das wollte ich gerade sagen, ist egal. Wir beschimpfen uns aufs Übelste, telefonieren, schreien uns an, legen dann auf, dann lachen wir wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde beide. Und wenn wir dann drüber nachgedacht haben, rufen wir uns nochmal an und geht es wieder von vorne los. Also schon eine ganz spannende Geschichte zwischen uns. Läuft doch. Ja, das waren Jürgen Schubert und Sven Gösch, die beiden Geschäftsführer der beiden Vereine. Ja, und wir haben noch mindestens 20 Minuten vor uns, hoffentlich. Spannendes Eishockeyspiel noch weiter. Jürgen, vielen, vielen Dank. Gute Heimfahrt nachher. Lass die Punkte hier. Göschi, auch dir. Vielen Dank.